Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. So, da ich jetzt gerade schon auf die Fresse gekriegt habe, von so einer scheiß Feralen hier, und von 2 Milliarden Geiern und Spinnen, habe ich mir gedacht, können wir die Scheiße jetzt hier auch looten, Alter. Ziehen wir jetzt in der Nacht durch hier, drauf geschissen. Nicht mehr normal, was hier los ist in der Wüste, Alter. Mal hier stoffen. Und ich habe noch ein Lager gefunden, wo Zelte sind. Das habe ich extra markiert. Das ist hier gleich nebenan. Ach, das ist das. Bin ich einmal im Kreis gefahren. Okay. Hält, ey. Oder war hier auch noch eins? Ja, auf jeden Fall werden wir das jetzt looten hier. Wir werden den Stoffen da mitnehmen. Ansonsten, ihr seht, hier ein bisschen Oilshade habe ich gemacht. So, lass mal gucken, Martino. Alter. Okay, wenn das normale sind, ist alles gut. Holzfäller ist natürlich schon scheiße. Ach komm hier. Wofür haben wir sie denn mit? Gut, aber sonst sieht das doch gut aus. Feuerholzen auch noch. Problem ist, ich habe schon keinen Platz in der Karre. Natürlich gerade auch das Beil weggepackt. Komm, wir gucken nochmal eben durch, aber ich kann eigentlich nichts grabben hier. Mit dem Pulli können wir es grabben. Jawohl. Es wäre auch dumm, wenn wir dann sterben, wenn alle Kaffee weg wären. Mods. Wurzen, Steine. Ja. Ich habe nichts, was ich irgendwie scrappen könnte. Gucken wir das auf jeden Fall noch weg. Und das Gift vielleicht. Zähne. Habe ich keine Zähne mehr drin da, oder was? Naja, egal. Attacke! Ja, fall mal alles ein, Alter. Fängst du extra schon von oben an? Alles muss weg. Ja. Muss kurz gucken, ob das Mikrofon auch da ist. Ja, scheiß auf Müll, ey. Gib mir deinen Stoffen, gib dir meinen. Kannst du vergessen. Eine Seite geht immer den Bach runter.
Ja, ganz schön viel Feuerholz auch hier. Nehmen wir natürlich sehr dankend mit. Ja, und ansonsten, die Wüste ist riesig. Wenn sich das mal anguckt hier. Also. Ja, ich werde also in Cell ist so die Richtung hier, aber hier ist schon Map-Rand. Okay, interessant. Das heißt aber auch, dass hier auch Map-Rand ist, ne? Ja. Wow. Ja, viel Muni haben wir jetzt auch nicht mehr im Stissel hier. Die Ranch in der Karre. Weiß auch nicht, warum ich so weit weg geparkt habe. Ja, dann zeig dich und komm her, Junge. Nerv uns nicht. Bin Arsch, ne? Ich weiß. Ich weiß, Leute. Ich weiß. Kein Problem mit. Stehe ich zu. Da da di da 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 da. Geil. Also Knochen und ein Kaffeepulver, Alter, da sehe ich mich. Wäre nicht ganz so wuschig. Okay, ich dachte, das wäre mehr Feuerholzen, ey. Aber besser wie nüscht. So, wir gehen mal die Chose jetzt an hier. Sagen von oben. Dreht euch nicht um. Ein Zagos geht herum. Ein bisschen Stoffen, der tut gut und er gibt dann frische Mut. Ja, ich weiß. Ich höre eure Gedanken, auch wenn ihr es erst in ein paar Tagen seht. Naja, auf jeden Fall haben wir dann erstmal wieder ein bisschen Stoffen. Jetzt noch nicht übermäßig viel. Denk mal so 300, 400 oder was, wenn wir fertig sind. Aber wie immer, besser wie nüscht. Shooten. Oh, ein bisschen 9 mm, ist ja auch nicht so schlecht, ne? Ist ja nicht so schlecht. Hier wird kein Stoffen dagelassen. Keiner. So, nice. Nicer dicer.
Er schlägt nieder, ne? Wenn er seine Chance, die Opfer zu betäuben und zu verlangsamen. Machen wir das mal so. Und dann machen wir mal den da mit drin. Dann machen wir Holz auch noch mit rein. Passt schon. Das essen wir. So, wie sieht es denn eigentlich mit dem Repair Kit aus? Können wir nämlich auch mal glatt hier durchreparieren, hier die Schose. Sehr gut. Das hier um Sand und Kohle schlöre ich jetzt nicht mit. 7 Gläser. Ja, mein Gott. Mein Gott, ey. So, aber hier haben wir Stahlwerkzeugteile. Die brauchen wir ja für die Orga, wa? Für die Orga, oder? Was war das? Was wollte er haben? Nee, Motorwerkzeugteile. Ach, du ahnst es nicht. Okay, da haben wir aber auch schon ein paar. Aber leider nicht so viele, wa? Haben wir hier nicht auch welche? Ne, Schockstab. Das ist doch hier mal zwei Motor. Zwei, wow. Wow, wow, wow. Zwei Stück. Ja, ein paar werden wir zu Hause haben, aber so viele werden wir noch nicht haben. Doch das richtig gehört, dass das ein Bär ist oder was? Nee, ein Schwein. Ja, wie man sieht, die Wüste ist auf jeden Fall riesig, aber wir fahren jetzt auf jeden Fall mal hier Richtung Maprand und dann fahren wir einfach den Maprand hoch. Sollte ja gleich Tag werden. Wo ist mein Marker da? Ich habe auch gerade mal aufgetankt. Ja, lauf mir vor der Karre, Alter. Wie viel Repair-Kits ich schon in die Karre geballert habe, ne? Dem ich unterwegs bin, ist abnormal. Also vom Ambiente her und so würde ich ja echt ganz gern auch mal in der Wüste bauen. Habe ich früher ja auch ganz gern gemacht. Aber das ist so super nervig hier. Alter, Betty. Wundert es eigentlich gerade, dass kein Geier kommt. So viel Geier, wie ich schon wieder getötet habe, seitdem ich unterwegs bin, ne? Ist auch. Ist nicht normal. Hier, 19 Federn haben wir schon wieder. Wir waren irgendwie auf ein runter. So, was haben wir hier? Ich wollte gerade sagen, ich will nicht so nah dran fahren wegen Minen. War aber der richtige Riecher. Red Mesa. Restricted Area. Ach, das ist das Bunkerding. Eieieiei. Das alte Bunkerding. Wie es aussieht. Ja, das können wir auf jeden Fall mal looten hier. Military Red Mesa. Aber nicht jetzt. Sonst komme ich wieder nicht voran. Wie gesagt, mir geht es jetzt eigentlich erstmal in erster Linie darum. Alter, Betty, ey. Halt einen Bauplatz zu finden. In die Hubschrauber gucke ich rein, weil da ist manchmal geiler Scheiß drin, ne? Kann ich euch auch nur empfehlen. Zumindest immer so ein bisschen Muni. So, hier wird es bergig. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht weiter, großartig.
Na, das Gebirge, das können wir halt vergessen mit der Karre. Sag mal, da eine Kirche noch, oder was? Irgendwie so ein Häuschen. Auf jeden Fall mal den Briefkasten mal. Gut, da kommen wir nicht wirklich weiter. Was natürlich schon interessant wäre, da noch mal den Berg hoch und zu gucken, was da noch irgendwas hinter ist. Oder? Aber wir können ihn auch da vorne umfahren, glaube ich. Zumindest probieren wir es mal. Gucken wir mal da um die Ecke. Aber das sieht schon wieder leicht waldig aus, ne? Also ich werde definitiv... Oh, ich will mal was ausprobieren. Ja, und jetzt bist du im Auto drin, oder was? So viel Damage, wie die Karre schon wieder hat, haben wir den jetzt überfahren. An der Windschutzscheibe geklebt. Ui. Okay, können wir nicht squirben. Ja, ich habe auch extra mal hier so ein bisschen Zeug gesammelt, wenn ich es gesehen habe. Kann man sich... Alter, hier wäre auf jeden Fall noch mal ein bisschen... Oh, 3 Eu... 4 Eu-Shell. Na, die nehme ich jetzt noch mit. 5 Eu-Shell. Die snacken wir uns jetzt noch rein. Graben auch nicht so tief, dann sind es sogar 6 Eu-Shell. Weil hier ist auch noch mal... Vorhin bin die ganze Nacht rumgedüst, habe immer nur so einzelne gefunden. Dann habe ich einen schon extra ein bisschen tiefer gegraben. Habe ich extra schon mir so einen Weg nach unten gegraben und so, dass ich überhaupt ein bisschen was dran komme. Und dann hier, bam, zack. So, passt schon, wenn wir so alle 5 machen. Easy. Aber 6 Stück, das hier liegt. Nice. Nee, was ich sagen wollte, ich werde auf jeden Fall dann im Waldbiom bauen. Also Wüste ist mir echt zu nervig mit den Geiern irgendwie. Ich meine, klar, wenn wir es erstmal einmal weggemacht haben bei uns, aber du kannst halt, du fährst 10 Meter und hast so ein Ding halt am Arsch, ne? Das finde ich halt schon nervig. Also vorher so, wo das nur... Ja, leck mir den Arsch. Nur mit dem Fahrrad war das ja noch okay, aber jetzt... Alter, ist ja egal, mit welchem Gefährt du fährst. Du hast immer so einen Geier am Arsch. Und wenn ich dann so drauf bin wie heute, dass ich so ein bisschen müde bin, dann nerven mich halt so die Sounds, ne? Dann triggert mich das wieder. Das ist halt immer, wenn ich müde bin. Hat man gar nicht gemerkt, denke ich mal, die letzten beiden Folgen. Nee, von daher können wir das knicken. Dann lieber im Wald, wo ab und wann mal irgendwie ein paar Wölfe vorbeischauen oder sowas. Oder mal ein Bär oder so, da kann ich besser mit um. Ja, also diesen Tag, also jetzt Tag 24 mache ich jetzt noch hier in dieser Aufnahmesession. Und Plan ist es, am Ende von Tag 24, also um 22 Uhr, auf jeden Fall einen Bauplatz gefunden zu haben. Also wisst ihr, was jetzt abgeht. Natürlich schon vorher einen finde, alles gut. Gar kein Problem. Und dann geht das nämlich los, ne? Ich weiß noch nicht genau wie und was und warum und so.
Aber dann kann man da auch schon mal direkt halt in der nächsten Aufnahmesession dann ja vielleicht schon mal abstecken oder erstmal eine Mauer bauen oder so. Das weiß ich noch nicht. Ich weiß halt noch nicht genau, wie es angehe. Aber dann könnte die Mara nämlich auch da eine Mine anlegen. Da brauche ich dann mal den Scheiß gar nicht hin und her karren und vielleicht kann man dann noch irgendwie eine unterirdische große Garage bauen oder sowas. Ich weiß ja, wenn die Mara mal eskaliert da unten, dann kann die da irgendwie so eine. Alter, wie viel euch stellt hier noch? Ich nehme die beiden auch noch mit. Kann die halt da so eine unterirdische Garage bauen oder so. Weil ich möchte natürlich schon so ein paar Fahrzeuge dann auch haben. Weil wenn ich jetzt meine ganzen Punkte, die ich so erspiele, ich sehe gerade, wir haben auch einen, aber wir machen gleich noch ein Level up. Das sollte ich auch noch mitnehmen hier mit dem Abbauen. Wenn ich da jetzt schon. Ja, das wird ja auch noch ein bisschen dauern. Also ich denke, vor der Horde werden wir das nicht hinkriegen. Vielleicht nach der Horde, je nachdem, wie die Horde läuft. Dass wir vielleicht nochmal 3, 4 Level bei der Horde machen. Ansonsten durchs Bauen werden wir halt noch das ein oder andere Level dann machen. Durchs Aufwerten halt. Ich hätte doch hier noch eine gesehen. Wird man sehen, aber wenn ich jetzt hier die ganzen Punkte da reinballer und da drauf gehe. Dann haben wir halt Stahl. Okay, was uns ja noch fehlt, ist der Schlagschrauber und so, ne? Ja. Ich glaube, da gibt es noch nicht mal zur Schematik. Ich glaube, da müssen wir echt über die Punkte gehen. Weil da muss ich nochmal nachgucken in den Dateien. Beziehungsweise können wir das ja auch hier tun. Mal Schrauber, zeigt uns beide an, oder was? Okay, da gibt es nur einen Bauplan. Das heißt, ich muss den Bauplan finden und das andere war die Knarre, ne? Knarre ist auch nur Bauplan, okay. Also kein Buch, Baupläne. Und dann können wir uns Autos klar machen. Ja, wieder so ist schon schön. Wenn ich das richtig sehe, ist doch das wieder der Berg, wo wir. Genau, da waren wir da. Ja, stimmt. Oh, ich bin infiziert. Das sehe ich jetzt erst. Ist natürlich easy. Und irgend so ein scheiß Geier bestimmt. Oder von der Feralen, wohin die mich ein. Oh, die Birne gehauen hat. So, liebes Spiel. Willst du mir jetzt echt sagen, das war mein einziger Honig, den ich mit habe, oder was? Die echten Antibiotika zünden? So aus. Naja, ist ja kein Problem. Ist ja keine Probleme. Ja, aber so ist schon schön, ne? Hier so zwischen den, machen wir Licht aus, zwischen den Felsen, so hätte man auch irgendwie cool was reinbauen können, aber auch das Fahren ist hier super nervig, weil hier keine Straßen sind. Die Karre geht andauernd im Arsch hier, weil du jeden Scheiß mitnimmst, der hier rumliegt. Ist halt schon nervig. Ja, und da haben wir schon wieder so ein Scheißvieh am Arsch. Ja, aber so wäre schon cool gewesen hier. Sieht das schon episch aus hier, so zwischen den Bergen, sag ich mal. Felsen sind es ja nicht wirklich. Ist ja mehr so Sand. Aber ist da hinten ein Weg oder was? Der den Berg hochgeht? Oder sieht das nur so aus? Na komm, das gehen wir uns mal angucken. Ich fahre bestimmt gleich die Karre fest. Da komme ich nicht hin, da komme ich nicht mehr zurück. Ey. Mal eben so. Das sah nur so aus, ne? Ach komm, ich gehe mal eben hoch, ey. Da ist ja auf jeden Fall schon wieder Wald. Da ist auf jeden Fall kein Weg. Oh! Ja, alles ist gut. Ja, Blende ist auch super Spiel. Ganz toll.
Alter. Das ist auch toll, ne? Blendet, weil erst 1 Minute 20 Meter reingerannt bist. Okay, Map-Ende. Ja, ist doch gut, Junge. Nerv mich nicht ab, ey. Nein. Ja, ist leider ein Ausschlusskriterium. Sag ich euch, wie es ist. Mit den Viechern. Leider Gottes. So, jetzt müssen wir auch erstmal gucken, wie weit es düsen, weil da ist die gerade Straße. Ne, ist eine andere gerade Straße hier vorne, okay. Ja, und ihr seht, da kommt halt schon wieder der nächste an, ne? Das ist halt. Twiki Disco. Könnte man natürlich irgendwie raus. Rausmodden oder so, aber es ist ja auch nicht. Alter, was jetzt? Wow. Wow. Dein Ernstspiel? Nein. Ist jetzt nicht dein Scheißernst. Wow, er hat mich einfach mal geportet. Lol. Er hat mich einfach geportet. Alter, wenn jetzt die Karre weg ist, ne? Wenn jetzt die Karre weg ist, dann, dann ist, weiß ich noch nicht. Dann könnte es eine kleine Kurzschlussreaktion geben, meinerseits. Na gut, ich könnte natürlich zurückspulen, gucken, was drin war und so. Ja, da habe ich aber auch richtig Lust zu. Sag ich euch ganz ehrlich. Ich hoffe, die Karre steht da, aber da er mich irgendwie. Er hat uns ja irgendwie das Auto unterm Arsch weggezogen, oder was? Ich meine, ich kann natürlich sonst gucken, ob es in die Erde gebackt ist. Deswegen habe ich da den Marker gesetzt. Da mache ich gleich einfach mal einen Atmemut an und guck mal drunter, aber das glaube ich nicht. Sehr kurios. Ich hoffe, die steht da, dann ist alles gut. Nee, ich war halt am Überlegen, weil Combo Pack ist jetzt draußen. Wer es kennt oder wer länger Airmod spielt, weiß, Combo Pack habe ich immer drin gehabt. Ist jetzt endlich draußen für Alpha 20. Ich habe es noch nicht getestet. Aber da müsste ich neu anfangen, definitiv. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Ja. Das war eigentlich nicht der Plan, aber das triggert mich natürlich jetzt hier gerade hardcore. Also das habe ich noch nie erlebt. Ich habe ja schon einiges erlebt in 7 Days, aber das noch nie. Er hat halt irgendwie. Ja, ist doch gut. Irgendwie hat er einen Fehler gehabt beim Laden des Hauses. Des Schanks. Dann waren wir irgendwie kurzzeitig unter der Erde. Und dann waren wir halt geportet. Ja, aber die Karre steht hier nirgendwo. Ja, I don't know, ey.
Ja, das Einzige, was ich machen kann, ist jetzt unter die Erde gucken. Ansonsten wäre noch ein Neustart möglich. Also einmal neu starten das Spiel, dass er dann wieder auftaucht, wenn er unter der Erde nicht ist. Puh, wenn das alles nicht der Fall ist, ey, I don't know, ey. Ja, da müsste ich mir halt echt den Wagen neu geben und alle Items, die da drin waren. Aber die Karre war halt auch voll, Alter. Wisst ihr, was das für eine Scheißarbeit ist, alles da rauszusuchen, dann aus dem Scheiß Ding ins Menü. Naja, ich sehe nicht, ey. Aber wir sind doch erstmal am Ende einer Folge. Wie gesagt, ich werde jetzt mal kurz unter der Erde gucken, ansonsten werde ich das Spiel mal neu starten. Und dann gucken wir, ob er wieder da ist oder nicht. Das Einzige, was ich jetzt machen kann. Also Leute, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Ja, wir wurden geportet, ey. I don't know, ey. Schauen wir mal. Lasst euch überraschen. Haut rein, bis dann. Tschüssi.